Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Mal wieder ganz normal unterwegs mit Panzern. Ja, genau. Heute habe ich mir mal überlegt, packe ich den DC-50 aus? Und zwar nicht den Heavy Tank, sondern die Arty. Das war nämlich auch ein Wunsch gestern von einem, ich denke mal Abonnent, einem Zuschauer, der mir das da auf Facebook geschrieben hatte. Ich habe gerade gesehen, das ist richtig fail, dass ich dort meinen Motor nicht eingebaut hatte, meine Funke nicht und meine Ketten auch nicht. Also eigentlich alles, weil die Wumme ist Standard. Also es gibt nur die eine, wie ich gerade bemerkt habe. Sorry. Ich habe das natürlich seit langem nicht mehr gespielt, das Teil, aber ja, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass ich das doch alles drin hat. Oder hätte. Hatte ich nicht, ja. Funke bei so einem Mini, bei so einer Mini-Art hier eigentlich mal recht wichtig. Damit die da auch mehr sieht, so gesagt. Ja, ist eine geile Arty, mir gefällt die extrem, ist eine lustige Arty, kann man eigentlich mal selber ganz gut ausprobieren. Ist halt Tier 1, Tier 2, also erste Arty in der Reihe. Daher sollte man sie auch recht schnell erforschen können. Ich fahre hier mal irgendwie ein bisschen weiter, suche mir einen Busch. Ich jetzt nicht weiß, wie die Gegner da tippen. Ja, mir macht das Teil extrem Spaß. Habe ich früher genauso wie den M2 Lite öfters gespielt. Sehe gerade, dass die Anzeige ein bisschen nicht richtig ist. Ich habe hier viel weniger Reichweite wie angezeigt. Aber naja, soll uns jetzt nicht weit stören. Jo, mega leck. Da kommen wir aber dran. Das Schöne ist, die Kanone macht doch ziemlich gut Schaden, wenn man halt trifft. Der Schuss hat jetzt eine halbe Ewigkeit gebraucht, gefühlt. Das hätte ich jetzt da hätte ich irgendwie weniger erwartet. Aber jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen näher eingezählt. Jetzt müssen wir nicht so lange auf den Schuss warten. Und das meine ich mit gutem Damage. Jo, 173 auf einen Gegner, das ist schon recht nice. Und jetzt kommt der zweite, kommt Doppelkill. Oder so. So geht es auch. Jetzt werde ich da, obwohl, na, ich werde da glaube ich nicht, nee. Wie schießt denn nur rein? Ist natürlich hier klar das Problem, die Reichweite, aber ich meine, hätte er jetzt noch mega Reichweite, wäre das Teil einfach zu stark. Aber es macht halt Spaß, das ist das Geilste. Warum habe ich jetzt weniger Reichweite als gerade? Kann mir das mal jemand sagen? Jetzt komme ich wieder hier hin. Also manchmal verstehe ich es auch nicht. So will er nicht zurückfahren. Na. Ich meinte, will er nicht zurückfahren mit HP? So, ich glaube, da kann ich nicht. Ja, na doch, das geht. Oder wird unser guter PZ1 rausgenommen? Ist hier natürlich sehr blöd. Das ist jetzt aber auch. Critical. 35 Schaden. Yay! Und tschö. Arty rules. So, ich würde sagen, wir gehen in den Nahkampf. Der eine steht da unten noch und der andere ist hier. Und das Teil ist. Oder zwischenzeitlich ist das Teil mega episch. In Nahkampf. Ich habe da auf Twitch mal den ein oder anderen kleinen Clip so gesagt herausgeschnitten. Das ist einfach, könnt ihr euch mal angucken, einfach auf Twitch auf den Namen klicken oder einfach auf die in der Beschreibung geht das, da führt das auf meinen Twitch-Kanal. Und dort dann einfach mal unter Highlights gucken und da unter T57. Und da gibt es schon den ein oder anderen ja, Nahkampf-Kill, wo ich selber gesagt habe. Wow. Respekt, dass ich den getroffen habe. Komm, machen wir einfach mal ein bisschen. Da sah man richtig, ja, Fell der flog. Schon beim Fliegen. Nicht treffen können. So, wenn uns jetzt nicht eine andere Art hier das wegholt. Oder wenn uns irgendjemand das Kill nicht wegholt, komm.
Boah, es sitzt noch ein bisschen schwach hier. Bin ein bisschen enttäuscht. Jetzt aber, komm. Boom. So, da haben wir ein PZ1. Was übrigens ganz gut ist, die Front ist auch gar nicht so schlecht gepanzert. Also, für eine Arti ist das echt nicht so übel. Was das, die M7 Priest, die da ja, hier nachkommt, ist sowieso das, die Härte mit 100 mm Panzerung frontal. Das Teil war ja für Tier 4. Wurde dann komischerweise ein Tier runtergesetzt, warum auch immer. Weiß ich bis heute jetzt eigentlich nicht, weil eigentlich war die M7 Priest auf Tier 4 schon stark. Wenn sie jetzt auf Tier 3 ist, ja, schon noch stärker. Aber wird so seine Gründe haben. Oder ich habe irgendeinen Grund einfach gehört. Kann natürlich auch sein. So, mal gucken, ob wir die Gegnerart hier noch finden. Während die da cappen. Was ist das? Deutsche, ja, die, ich könnte mir nicht vorstellen, dass die hier eigentlich ist. Ich meine, das ist doch viel zu wenig. Ich weiß nicht, wie die Reichweite von dem Teil ist. Aber irgendwie könnte ich mir nicht vorstellen, dass die hier steht. Weil wo will die denn hinzielen? Wenn man auf meinen Radius guckt, ich komme ja nirgends so von hier aus hin. Oh, da ist er. Schade. Ja, ein bisschen Aim muss man in dieser Situation dann doch. Aber naja. Ja, 300 Damage. Meisten, ja, doch nicht meisten Damage. 9 Schuss, 4 Treffer. Lustiges Teil. So, jetzt könnten wir genau die M7 30 ist jetzt nämlich Tier 4. Und die M7 Priest ist Tier 3. Ich weiß gerade gar nicht, was hat die für eine Panzerung? Immerhin 28 mm, das ist jetzt nicht ganz so wenig. Nur halt M7 Priest, 101, das ist schon echt einiges. Und ja. Dann wurde ich auch nochmal gefragt, ob ich nicht nochmal den M8A1 zocken kann. Hab ich gedacht, yo, klaro. Ja. Tolles Matchmaking, passt sogar. Modus, Was ist dein Ernst? 6%? What? Ernsthaft? Ich dachte schon gerade. Das war wahrscheinlich, weil die anderen Daten da nicht geladen wurden. Ja, ich mag den Modus nicht ganz so, bei der Map ist es irgendwie, keine Ahnung, gefällt mir nicht ganz so. Was natürlich hier problematisch ist, T14 gegen T1 Heavy. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der T14 im Moment ist. Ich weiß nur, dass er in der Beta mal nicht so das dolle Teil war. Um es nett auszudrücken. Den habe ich dann nämlich genauso wie den Church ziemlich viel gefahren, um Credits zu bekommen oder hauptsächlich auch Free XP, da ich zu der Zeit noch keinen Plan von dem Spiel hatte. So gar keinen Plan. Und es auch keine anderen gab. Beta halt. Passiert. So, jetzt müssen wir ja gucken, was fährt hier hinten hin. Ich werde jetzt mal auf den Berg fahren. Ich fahre da ja nie hin und habe mich da letztens ein bisschen aufgeregt und wollte es jetzt eigentlich selber mal testen. Das heißt, ich fahre da nie hin. Ich bin da schon früher mal hoch, aber ich glaube seit dem Umbau der Map noch nicht. Na, hier bin ich safe. Hier bin ich auch safe. Ups. Aber hier ist übrigens auch der Cap. Genau, einer spottet, der T70 spottet da anscheinend. Ich kann jetzt sogar nochmal einen weiterfahren, obwohl das jetzt natürlich riskant ist. Oder wäre. Nicht drehen. Ja, frontal hab ich's nicht so leicht. Obwohl meine Durchschlagskraft jetzt nicht schlecht ist. Habe ich heute eigentlich so kleine Lags so zwischendurch kurz. Ein bisschen tut das nerven. Was ist denn jetzt mit Treffen hier? Ja, nicht eingeheimt Treffi natürlich. Okay, ich hatte irgendwie gerade extrem Schiss, dass der T1 Heavy da auf mich zielt. Aber ich denke mal, ich bin noch nicht mal offen. Ich will auf den Turm treffen, da komme ich durch.
Da. Der ging drüber. Ja, ich mag den Panzer. Oh, es ist ein geiles Teil, die kleinen. So, T1 Heavy, wo bist du? Ich tauche hier nochmal ein bisschen ab. Hinterher sieht er mich. Und ja, T1 Heavy macht mir da so 100 Schaden. Da habe ich gleich nur 150 und... Ja, nee, mit dem Panzer behalte ich lieber meine APs. Und ich gehe dann gegen Ende extrem rein. Jetzt brauchen wir da genau auf jeden Fall Licht. Will den vielleicht, ich will ja eigentlich tracken. Aber anscheinend will ich nicht punktgenau treffen, merke ich gerade. Ah, jetzt. Toll, auf die letzten paar HPs. Oh, auf der anderen Seite wird gerusht, merke ich gerade. Aber das ist ja für uns jetzt gar nicht so relevant, weil wir sind ja am Cap. Das heißt, sie müssen dann auch hier hinkommen. Und von hier oben kann man das, glaube ich, am besten die Seite da verteidigen. Deswegen hinfahren wäre jetzt, glaube ich, nicht so praktisch. Eher hier abwarten, da hinten hinstellen, abwarten, Tee trinken. Und, oder die Leute da schießen. Die auf unseren Dingen schießen. Ja, auch da wieder da durchzukommen ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Überhaupt mal zu treffen. Okay. Ja, da habe ich auch nicht zu Ende gezielt, das stimmt natürlich. Irgendwie ein bisschen Angst um unseren KV-1, der damit sein 156 Leben noch rumdackelt. Und ja, ich fahre jetzt vor, das ist ja ein PZS-35. Ich denke mal, den kriege ich auch platt. Und was haben die dann noch? Ein PZA, eine Matilda, das ist das einzige, wo ich mir Sorgen mache. Durch die hohe Panzerung. Wie erwartet. Ah, hinten komme ich durch. Ja, aber auch nicht. Muss ich natürlich mit der Arti aufpassen. Dass die mich da nicht irgendwie noch weghittet. Mal eben so. Ja, super Runde, würde ich sagen. Nice. Ja, der Berg ist da eigentlich, also der ist ziemlich stark, gerade in dem Modus, finde ich das. Wenn man da einen Spotter hat. Learning by doing, was ist denn das zu machen? Status. Sei einer der drei Besten deines Teams bei den Erfahrungspunkten. Jo. Dritter Platz gerade. Warum eigentlich so wenig? Boah, Spawning Damage da viel. Joa, 1000 Damage, würde ich sagen, ist für den Tier 4er ganz gut. Ich weiß jetzt nicht. Aber Credits, nice. Was gibt's denn überhaupt für Aufträge? Learning by doing, das kennen wir ja. Held des Tages, das haben wir schon 1300. Yay! Das habe ich übrigens in letzter Zeit nicht geschafft. Weil ich da, glaube ich, mindestens 25 Matches brauche. Also Gefechte. Und dabei habe ich dann, müsste ich dann schon einen Durchschnitt von 2000 haben. Könnt ihr euch ja ausrechnen. 25 mal 2. Und die fahre ich in letzter Zeit jetzt nicht so. Ich bin gerade ein bisschen wieder so... Okay, ich habe zeitlich gerade auch wieder immer noch so einen Stress. Aber ich habe bald wieder... So ab Wochenende bin ich wieder komplett gelöst von dem Ganzen. Und ansonsten... Sind nicht verfügbar, Fahrzeuge. Achso, das ist die Koeffizient. Mission, nice. Nicht mal ein Name. Ach, das ist das. Hä? Okay. Naja, ich, wenn das. Ich glaube, ab nächste Woche werde ich auch so ein bisschen mehr zocken. Dann kommen wir ja auch mal ein bisschen weiter. Ich muss ja hier beim Foch noch was machen. Den werde ich auch heute wieder im Stream
20 Uhr. Weiter mehr Leveln, da haben wir gestern 5, war das 10, sogar 10.000 geschafft. Ich meine, ich habe noch 95 gebraucht, jetzt brauchen wir noch 85.000. Und da will ich jetzt auf jeden Fall in der nächsten Woche das Ganze durchmachen, also komplett fertig haben, den 10er. Und dann haben wir noch die Mission. Bei den Briten überlege ich eventuell anzufangen. Ich meine, ihr könnt. Genau, schreibt ihr mal rein, was findet ihr so gut? Also die Heavy-Reihe würde ich jetzt weniger gehen. Da aber ich bin ich jetzt nicht so scharf auf den, aber hier TD oder Medium hätte ich auf beides Bock. Ja? Gerade hier auf die Medium-Reihe, da habe ich echt Lust drauf. Könnt mir ja, falls Erfahrung habt, damit mal in die Kommentare posten. Oder generell, was soll ich mir mal holen? Was sollte ich haben, so als Typ, der schon etwas länger spielt und der es noch nicht hat? Ja, genau, hier brauchen wir noch ein bisschen, also 4.000, aber dann müsste er jetzt 25.000 abziehen. Das ist also noch etwas, 29.000 fehlt mir da noch. Geht aber auch, das kommt so mit der Zeit, sage ich mal so, werde ich auch in der nächsten Woche auf jeden Fall fertig machen. Aber da hätten wir dann schon wenigstens zwei Kanonen. Und ansonsten habe ich gerade gar nichts an Panzerprojekten. Und bin mir halt auch nicht so sicher. Ich bin gerade so offen für alles, aber auch nicht so sicher, was ich machen soll. Also Tiger 2 ist genauso wie die Su. Den mache ich jetzt einfach wie den Tiger gemächlich durch. Das reicht mir nicht einmal am Tag. Oder wenn jemand aus meinem Platoon nochmal Achter fahren will, dann packe ich den auch aus. Einfach ruhig. Da bin ich also auch nicht mega scharf auf den E75. E100 eigentlich noch weniger. Ich habe jetzt nichts so gegen den E100, aber mir gefiel er auf dem Testserver ein wenig so. Und ansonsten würde ich eventuell, ich hätte die Maus, da die Maus hätte ich nochmal Bock. Und natürlich die neuen Dingsbobs hier. Ja. Da kommt auch, genau, heute kommt nur WoT. Ab morgen kommt wieder alles normal. Außer morgen gibt es, warte mal, morgen ist Donnerstag. Muss ich gucken, ob es morgen oder Freitag noch ein Special-Video wie bei 8.8, so ein World of Tanks Update 8.8 Talk. Gucken, ob ich mir mal jemanden dazu hole, wie den Alcarama. Das hatte ich mir auch überlegt. Hat er auch angeboten. Wo wir dann nochmal so das ganze Update durchsprechen und, oder wo ich das dann durchsprechen werde und sage am Ende, was ich davon gut finde, was nicht so. Und ob ich die Reihe eventuell erforschen will und wann und wie und was. Und das würden wir dann, oder würde ich wir in diesem Video dann machen. Und das habe ich ja schon bei 8.8 gemacht und werde ich jetzt genauso wie die Map Reviews mit jedem Update machen wollen. Falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare hauen, wenn ihr das wollt. Also ich würde es gerne, sehr gerne machen, weil ich dann die Fragen, ja, dann sollten eigentlich keine Fragen mehr dazu kommen, ob ich die Reihe jetzt machen werde. Und ansonsten war es das mit dieser Folge. Ich hasse es. ETF. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst einen Daumen da. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tüttel.